dieser Informationsfluss, der ist aus unserer Sicht als Ärzte immer von Arzt zu Patient, interessanterweise. Das heißt, wir denken immer bei Informationen, wir müssen den Patienten aufklären, wir müssen ihm Informationen geben, der muss doch alles wissen. Im Endeffekt ist es aber gerade für so eine unternehmerisch geführte Praxis und eine Customer Journey eigentlich genau das Gegenteil. Interessanterweise ist es nämlich so, dass im Vertrieb und so weiter immer wieder die Analogie gebracht wird. So, jetzt befragst du erstmal deinen Kunden, so stell dir mal vor, wie ein Arzt bei der Anamnese. So, das heißt, Stimmt eigentlich, ein ja. Vertriebler, der weiß zum Beispiel genau, was ein Arzt macht, aber der Arzt, der weiß das Der gar macht's nicht. nicht. Dem ist das gar Okay. nicht so klar, dass es dabei um Informationen geht über den Patienten, und zwar den Patienten als Patient, als Mensch und als, einfach gegenüber. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir haben so oft jetzt schon über Kunden gesprochen, sind ja auch ein zentrales Element in der gut funktionierenden Praxis. Aber es gibt ja solche und solche. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern es stimmt halt wirklich, ne? Es gibt Kunden und es gibt Kunden. Und ich würde gerne heute mit dir sprechen, wie man aus einem normalen Kunden einen loyalen Kunden machen kann. Und vielleicht ist es vielleicht die richtige Eingangsfrage, warum es überhaupt so wichtig ist, loyale Kunden zu haben in der Kieferorthopädie? Das ist tatsächlich eine sehr wichtige, eine sehr gute, aber auch eine sehr komplizierte Frage. Was bedeutet überhaupt ein loyaler Kunde jetzt grundsätzlich erstmal? Ein loyaler Kunde, den würde ich jetzt erstmal oder Patient auch, würde ich so definieren, dass grundsätzlich ein relativ tiefes Vertrauensverhältnis da ist, dass etwas auch sage ich mal, über das klassische Expertenstatusverhältnis sozusagen hinausgeht. Also das ist einer, der einem nicht nur vertraut, weil er glaubt, okay, das ist ein Arzt, der muss das schon irgendwie hinkriegen, sondern da ist noch was weiteres dabei. Das heißt, da ist eine gewisse Form von Rapport oder Beziehungsbildung auch entsprechend erfolgt. Das heißt, es ist eine echte Bindung erfolgt. Es ist Nähe entstanden und es ist eine Bindung erfolgt. Und ich könnte jetzt natürlich direkt wieder den Sprung zu meinem Lieblingsthema machen, weil bei der Bindung sind wir sofort wieder bei den Touchpoints. Aber tatsächlich ist das einer der zentralen, sind das die zentralen Ansatzpunkte, wo es darum geht, wie schaffe ich dieses Vertrauen jetzt konkret aufzubauen? Und das kann man durch verschiedene Dinge einfach machen, nämlich einmal durch eine gut geplante Customer Journey, die haben wir auch schon mehrfach gesprochen, will ich jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen, das ist das eine, aber auch durch eine bestimmte Kommunikationsstruktur, die wieder genau darauf ausgerichtet ist, nämlich, dass man auch das Element der Beziehungsbildung dort mit einbaut. Und im Prinzip, ich wechsle quasi auch nochmal wieder einmal das Thema. Es gibt so ein Konzept von mir, das ist das Straight-Line-System. Das gibt es einmal für den klinischen Bereich, da reden wir jetzt gerade überhaupt gar nicht drüber. Und dann gibt es das für den kommunikativen Bereich, dieses Straight-Line-System. Das Straight-Line-System, wer den das fragt, den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das ist übrigens angelehnt an ein Kommunikationskonzept vom Wolf of Wall Street. Ach. Interessanterweise für die, die den Background mal wissen wollen. Aber das enthält ein paar ganz intelligente Features, die ich angepasst habe auf die kieferorthopädische Praxis. Worum geht es jetzt dabei? Im Prinzip haben wir grundsätzlich immer drei Ebenen, die bei der Kommunikation mit unseren Patienten wichtig sind, damit wir so eine Bindung entsprechend erzeugen. Das eine ist einmal das einfachste und klarste: Es muss einen gewissen Informationsfluss geben, damit Wissen besteht über die beiden gegenseitigen Parteien. Damit geht es als erstes einmal los, nämlich dieser Informationsfluss, der ist aus unserer Sicht als Ärzte immer von Arzt zu Patient, interessanterweise. Das heißt, wir denken immer bei Informationen, wir müssen den Patienten aufklären, wir müssen ihm Informationen geben, der muss doch alles wissen. Im Endeffekt ist es aber gerade für so eine unternehmerisch geführte Praxis und eine Customer Journey eigentlich genau das Gegenteil. Interessanterweise ist es nämlich so, dass im Vertrieb und so weiter immer wieder die Analogie gebracht wird. So, jetzt befragst du erstmal deinen Kunden, so stell dir mal vor, wie ein Arzt bei der Anamnese. So,
Das heißt, Stimmt eigentlich. ein Ja. Vertriebler, der weiß zum Beispiel genau, was ein Arzt macht, aber der Arzt, der weiß das Der gar macht's nicht. nicht. Dem ist das gar nicht Okay. so klar, dass es dabei um Informationen geht über den Patienten, und zwar den Patienten als Patient, als Mensch und als, ja, einfach gegenüber. So, Ja. haben wir also einmal Block Information. Und ganz Dann kurz, haben wenn ich dich jetzt aber ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, weil es geht auch ums Zuhören ja dann logischerweise, ne? Es geht nicht nur darum, dass ich quasi nur frage, sondern ich sollte ja auch zuhören und das wieder. Genau, damit schlagen wir jetzt gleich die Brücke einmal zu dem Thema von der Kommunikationsstruktur zu dem zweiten Baustein, nämlich von der Information zur Beziehungsbildung. So, wir haben jetzt zwei Arten auch, wie wir zum Beispiel diese Information erfragen können. Ja, jetzt stellen wir uns einmal vor, wir sitzen jetzt in Handschellen in der Polizeistation. Das Licht scheint grell in unsere Augen und da sind zwei Typen und wir wissen schon, hoffentlich ist wenigstens bei den zwei einer der gute Cop und nicht nur beide der böse Cop. Sonst wird das hier jetzt richtig unangenehm. Und dann fangen die an, Fragen zu stellen. So, das ist die Form, die es auch manchmal gibt, die sehr, sehr unangenehm ist. Die führt sicherlich nicht zu einer Bindung, zu einem loyalen Kunden oder zu einer Beziehungsbildung. Das heißt, da brauchen wir wieder ganz andere kommunikative Stilmittel. Und das sind zum Beispiel Sachen, wie du jetzt schon gesagt hast, das Zuhören, das aktive Zuhören, wo es dann auch wieder, das vermittle ich auch in Coachings und Kursen und so wieder, ganz bestimmte Techniken gibt, die sind teilweise aus dem NLP angelehnt oder aus anderen psychologischen Bereichen einfach, die sehr, sehr wirksam sind, um dort eine gute Gesprächsführung herzustellen. Und so, das ist also der zweite Punkt. Da geht es um die Beziehungsbildung. Man lernt sich also kennen. Man guckt, wo hat man Gemeinsamkeiten auch. Also, es ist wie wenn man sonst normale Menschen auch kennenlernt, nur im professionellen Rahmen halt einfach. Und man hört halt zu. Das Thema hatten wir übrigens genauso auch beim Thema Beschwerdemanagement an anderer Stelle auch schon. Dass es total zentral ist, dass unsere Aufgabe erstmal ist, dieses Grundbedürfnis eines jeden Menschen zu erfüllen, nämlich gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden mit den Bedürfnissen, Wünschen, Gedanken oder mit dem, was man sagen muss oder auch einfach vielleicht mit der Unsicherheit, was soll ich jetzt tun? Und dass wir die da mitnehmen, abholen und durch entsprechend aktives Zuhören, wie zum Beispiel Fragen stellen und so weiter, dort genauer reinkommen. Und damit, wie Ja. gesagt, machen wir diese zwei Dinge. Wir holen Informationen ein und wir erzeugen eine Beziehung. Der dritte Punkt, die dritte Säule, die wir dann auch haben für dieses loyale Konzept, ist der Expertenstatus. Der ist immer wichtig, wenn jemand irgendwo hingeht und dort Hilfe haben will oder eine Dienstleistung oder ein Produkt oder irgendwas. Es muss auch irgendwie klar sein, dass das Gegenüber es drauf hat, weiß, wovon er oder sie spricht und dann auch die Dienstleistung erfüllen kann und nicht nur. So, und das ist der nächste wichtige Punkt. Jetzt haben wir es in der Medizinbranche im Prinzip schon mal sehr, sehr gut, weil wie wird Expertenstatus erzeugt? Erst einmal dadurch, dass wir überhaupt ein Arzt sind und die Leute wissen, okay, es gehört eine gewisse Grundausbildung dazu, zu dem Thema, der wird sich schon prinzipiell erstmal auskennen. Dann kommt noch dazu, dass wir in der Regel ein bestimmtes Umfeld haben, wie eine Praxis. Das heißt, wir haben Geruch, wir haben Aussehen von den Räumlichkeiten, wir haben vielleicht einen Kleidungsstil, der irgendwie so darauf ausgerichtet ist, dass dort ein Expertenstatus erfolgt. So, das heißt, sind diese drei Säulen, ich gehe jetzt mal nicht tiefer drauf ein, weil das führt dann viel zu weit weg, sind diese drei vernünftig aufgebaut, haben wir schon mal einen guten Einstieg geschafft, dass wir großes Vertrauen erzeugen. Und wir einen loyalen Kunden entwickeln können. So, Ja. das ist der erste Schritt, aber auch nur. Der war jetzt super detailliert vielleicht dargestellt. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Patient Journey oder Customer Journey. Die Loyalität entsteht jetzt letztlich aber nicht durch ein einmaliges Erlebnis, sondern durch eine Kette von in sich konsistenten, authentischen, sich wiederholenden, das Ganze bestätigende Erfahrungen und Erlebnissen, die da sind. Ich nehme gerne auch in dem Beispiel, ist bei mir zwar schon ein paar Tage her, aber trotzdem denk mal an Dating oder sowas. In der Regel gibt es dort auch eine Journey, normalerweise. Dating Journey. Ja, es gibt eine Dating-Journey, genau. Du wirst nicht sagen, hey, der Typ sieht gut aus, dann gehst du dahin und dann sagst, okay, hier ist der Ehevertrag, unterschreib, und jetzt sind wir zusammen immer und ewig und du gehst nie wieder weg. Vielleicht kann das funktionieren, aber ich könnte es mir persönlich nicht vorstellen und ich kenne auch keinen, wo das funktioniert. Sondern es Ja. ist hier auch ein gewisser Ablauf, der einen Aufbau erzeugt, nämlich
Auch dort wieder, wenn man es jetzt wirklich so, ich weiß, das ist jetzt voll unromantisch, aber wenn man das so runterbricht auf die Stufen, also es gibt auch dort den Expertenstatus. Also das wird schon ein Partner sein, der irgendwie, der es vielleicht schafft, eine Partnerschaft auch am Leben zu halten, aufrechtzuerhalten, der es wert ist, dass man mit ihm Zeit verbringt. Das ist der übertragene Expertenstatus. Dann gibt es auch das Konzept des Informationsflusses. Je mehr man übereinander weiß, desto besser kann man sich vielleicht auch aufeinander einstellen. Desto mehr Gemeinsamkeiten hat, desto besser ist auch die Beziehungsbildung in dem Bereich und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht hier unnötig, sag ich mal, aufdröseln. Ich glaube, das wird schon relativ klar, was ich damit sagen will. Und Ja, dann es triffst du gibt dich jetzt einmal Parallelen, auf, genau. dann gehst du halt einmal auf einen Kaffee und dann gehst du ins Kino oder dann gehst du in eine Disse tanzen oder was weiß ich, dann machst du einen Wochenendurlaub und so baust du das Stück für Stück auf und vertiefst die Beziehung. Und genauso ist es auch mit einem Patienten auf eine bestimmte Art und Weise entlang der Journey. Das ist dort eine weitere Vertiefung durch konsistente Erlebnisse nach dem Muster, wie wir sie quasi am Anfang uns vorgestellt haben. Und wieder auch Erwartungshaltung und Erwartungserfüllung zusammenpassen, dann durchgeführt wird. Aber das heißt ja, dass es quasi, also wenn ich das jetzt, ist das so flapsig, wenn ich sage, das ist, es gibt so ein paar Vorschusslorbeeren. Also wenn man jetzt in eine Praxis halt reinkommt und die ist gut aufgebaut und wie du das, ich hatte irgendwie so dieses, sie riecht nach Praxis, ne, wie du gesagt hast, oder die ganze Atmosphäre, wenn die so stimmt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das ist ja keine Garantie dafür, dass man einen loyalen Kunden bekommt, ne? Also das heißt, es gibt ja trotzdem bestimmt noch jede Menge Fallstricke, wo ich mal als Behandler oder als Praxisinhaber falsch abbiegen kann, ne? Also wo es dann ganz schnell kippen kann, die Stimmung. Würdest du sagen, es gibt irgendwelche klassischen Fehler, die besonders viele, ja, machen? Erstmal hast du da was total Wichtiges gesagt, was den meisten überhaupt nicht klar ist. Und da möchte ich als erstes einmal ganz genau den Fokus wirklich drauf legen. Nämlich, wir haben super große Vorschusslorbeeren. Aus mehreren Gründen schon mal. Erstens, durch unsere Branche selbst haben wir einen gewissen Vorschusslorbeer. Ich weiß, jetzt werden welche sagen, Zahnärzte werden doch immer als Abzocker in den Medien dargestellt. Alles schön und gut, ja, das stimmt auch. Aber nichtsdestotrotz vertrauen uns die Leute schon, wenn jemand Schmerzen hat, Probleme hat oder gerade Zähne haben will, die kommen trotzdem zu uns. So, also es ist ein, wir haben Vorschusslorbeeren. Das andere, was wir da vielleicht schon haben, wenn wir das erste Mal mit dem Patienten zusammensitzen und sprechen, dann hat er schon mehrere Touchpoints in der Regel hinter sich. Das heißt, wir sind nicht bei dem Klopfen an der Tür, wollen den Staubsauger verkaufen, sondern die sind schon aktiv auf der Suche gewesen, haben sich vorinformiert, haben sich für uns entschieden und die sind jetzt da. Das heißt, auch das ist eine Form von Vorschusslorbeeren, die wir haben. So, und was will ich jetzt damit sagen zu dem, was du jetzt sagst mit dem Abbiegen? Wir können es im Prinzip jetzt nur noch ruinieren. Und das ist genau der Punkt. Wir haben es super, super einfach eigentlich hier, wenn wir uns mal klar machen, die Tür steht, also es ist doch schon der Kunde ist doch schon da. Und der will doch auch was haben. Der will jetzt nur noch bestätigt werden, ja, du bist hier richtig, wir kümmern uns um dich, wir nehmen dich ernst, wir wissen, was wir tun. Und dann war es das schon. Und das ist genau der Punkt, dass dieser Fokus, jetzt sind wir auch wieder beim Lean, diese Fokussierung auf diese elementaren Dinge, die dort wichtig sind für die loyale Bindung, nämlich die Beziehung, das aktive Zuhören, das Aufrechterhalten des Expertenstatus, dass das alles ist. Wenn wir jetzt Mist erzählen, fachlich total daneben liegen, wird es nicht funktionieren. Wenn wir dem Patienten nicht zuhören, wenn wir ihn abbürsten verbal, wenn wir ihn nur von oben herab behandeln, weil wir denken, das ist Expertenstatus, oder weil, wenn wir ein Ego-Problem haben, weil wir glauben, oh, jetzt will, ich muss mich jetzt erstmal beweisen hier und dem Patienten erstmal zeigen, wie toll ich bin. Das machen total viele Fragen. Das brauchen wir nicht. Der ist schon da. Der hat schon das Grundvertrauen. Damit hören wir ihn nur noch ab. Ja, und das ist zum Beispiel auch was für die ganz Jungen von euch, die vielleicht gerade eine Praxis gründen. Das ist so ein Thema, das ich immer wieder sehe, wenn wir junge Ärzte anstellen. Und ich sage es jetzt auch mal wieder so ein bisschen überspitzt. Die kommen bei mir erstmal nicht in die Erstgespräche rein. Die dürfen sich das anhören und dabei sein, aber die müssen erst so ein bisschen kühler werden, sozusagen. Was meine ich damit? Jetzt ganz konkret, die kommen von der Uni. Dort haben die gelernt, dass die immer nur der oder die Kleine gewesen sind und dann sind da die Oberärzte und dann die Kursleiter und die und man ist immer, wir wissen, ich sag's mal so, man ist immer nur der Arsch. So, und jetzt kommen die dahin, sitzen in der Praxis und endlich können wir mal unser Wissen rauslassen. Und da sitzt jemand, der hört einem zu und der läuft nicht weg, sondern der bleibt da. Und was machen wir in der Regel? Genau das ist das Problem, dass wir dann den
totquatschen mit irgendwelchen Informationen, die der gar nicht haben will, die der nicht braucht, die vollkommen uninteressant sind für den. Und wir so lange reden, auch da wieder die Analogie zur Uni oder so, so lange reden wir, bis wir irgendeinen Blödsinn erzählen. Oder bis wir genug Unsicherheit gestreut haben bei einem Patienten, dass der definitiv sagt, ja, okay, ist aber auch ein ganz schön junger Arzt, vielleicht sollte ich doch nochmal mir eine Ich gehe zu zweite jemand Meinung. anderem, Schione Meier. Genau. Oder Ja. jetzt haben sie mir so viel gesagt, ja, da muss ich mir noch mal eine zweite Meinung hören. Und im Prinzip Ja. hätte gereicht, sagt, jawohl, ist das dein Problem? Was sind deine Bedürfnisse noch? Gehört das noch vielleicht dazu? Das bieten wir auch an. Ist das was Sie interessiert? Alles klar, das können wir machen. Wir können jetzt starten. Ich weiß genau, wie es läuft. Bei uns bist du in den richtigen Händen. Los geht's. Sollen wir starten? Ja. Fertig. Ja, da sind wir wieder beim Zuhören, ne? Also beim richtigen Zuhören und beim Ernst nehmen halt auch wieder. Wie beim Beschwerdemanagement und wie bei der Customer Journey und wie überhaupt, ja. Ja, genau. Ja, Wir auf sind mit jeden Fall. unseren gut gemeinten Dingen, die wir machen. Wir geben denen super viel Informationen. Denken wir, das ist gut gemeint. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir eine unvollständig forensisch inkorrekte Aufklärung und so weiter machen. Das gehört dazu. Kann man gegebenenfalls aber auch benennen, dass man sagt, so jetzt Disclaimer. Lieber Patient, wir haben uns jetzt geeinigt auf die Behandlung so und so. Ich muss jetzt formell einmal darüber aufklären, das und das und das und das kann passieren. Wahrscheinlichkeiten sind so und so. Fertig aus, Punkt. Dann hat man das einmal separiert von sich als Person und ist auch ja. Warum hat das entsprechend klar gemacht? Das ist genauso, wie wir es gut meinen, wenn sich jemand aufregt in der Praxis, sich missverstanden fühlt, schlecht behandelt oder so, und dann sagt, ja, wir beruhigen den jetzt erstmal. Ja, das ist Bullshit. Ja, Genau, ja. der will nicht beruhigt werden. Der will, dass man sein Problem anhört und es löst. Und so ist es an der Stelle auch. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal, ich bin nämlich gerade noch ein bisschen meine Fragen durchgegangen und habe gesehen, du hast sehr viele beantwortet, obwohl ich sie noch gar nicht gestellt habe. Das finde ich sehr cool, weil es so in sich der Kreis geschlossen hat. Dann kommen wir nämlich zu meine berühmte abschließende Frage, die vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich stelle sie trotzdem. Wenn ich jetzt herausfinden möchte, ob ein Kunde oder ob meine Kunden mir gegenüber loyal sind, so, kann ich das messen oder kann ich das irgendwie, also was heißt das denn? Heißt das, dass er zum Beispiel immer wieder kommt, wie wir jetzt gesagt haben, ne? Also er hat sich ja schon aus freien Stücken offensichtlich entschieden, in die Praxis zu kommen und kommt immer wieder. Das ist ja schon mal ein Zeichen von Loyalität. Aber es könnte ja auch sein, dass es ein Zeichen von Loyalität ist, wenn er rausgeht, während der Behandlung oder nach der Behandlung und dann zu seinen Freunden geht und zu seinen Bekannten geht und sagt, guck mal, da ist ein Kieferorthopäde, da war ich und da bin ich zufrieden. Ist ja auch eigentlich ein Zeichen von Loyalität, ne? Also kann ich das irgendwie messen oder ist es auch so ein Stück weit Bauchgefühl oder? Gut, dass du die Frage stellst. Die ist total spannend und ich muss gerade selber auch noch so ein bisschen überlegen, wie ich das am besten gerade erklären mag. Das Beispiel, was du genannt hast, ist sicherlich schon das Beste, würde ich mal sagen. Da wird auch jeder zustimmen, wenn man es schafft, die Patienten dahin zu bekommen, dass die direkt auch weitererzählen. Da ist es gut, da kann man hingehen. Ist das sicherlich sogar auch eine messbare Möglichkeit der Loyalität? Darüber hinaus finde ich es tatsächlich relativ schwierig, da eine konkrete Messung vorzunehmen. Das heißt, man kann natürlich über Mehrfachbewertungen oder Messungen, Befragungen, die man vornimmt oder so, da natürlich auch schon sehen, bleibt das gleich, wie entwickelt sich da das Niveau und so weiter und so fort, wie reagieren die, das heißt auch in den spontanen Befragungen zum Beispiel, man merkt das schon manchmal, wenn das so Fans sind oder so, dass da wirklich deutlich mehr dahinter steckt. Aber das Zentrale oder das Wichtigste ist sicherlich, sprechen die darüber, bringen die Freunde vielleicht mit. Manchmal ist es auch so, dass die anders auch gerne erzählen. Also wir kommen im Prinzip gerade wieder zu zwei verschiedenen Themen. Nämlich einmal, dass die Patienten dann tatsächlich sagen, ja, und sagen sie was weiß ich, ja, das war ja alles super, das ist schön. Und dann sagt man, ja, erzählen Sie es auch gerne auch mal weiter. Und dann, ja, wir haben ja schon ein paar vorbeigebracht. Und im Prinzip alle, die bei uns in der Straße wohnen, die kommen jetzt auch hier. Alle, die in der Klasse von meinem Sohn sind, die kommen jetzt auch zu Ihnen. Wo man dann merkt, ah, erstmal super. Wie man jetzt darauf reagiert, ist eine andere Sache. Aber auch, dass sie auch das Bedürfnis haben, das mitzuteilen. Das heißt, es besteht auch so da sieht man, dass eine Beziehung besteht in dem Bereich. Manchmal ist es aber auch so, dass man es an anderen Dingen festmachen kann. Nämlich einfach im Sinne auch von einem gewissen Vertrauen, was da ist, was über das rein fachlich Unmittelbare hinausgeht. Dass man über persönliche Dinge vielleicht auch kurz spricht, die jetzt mit der Behandlung gar nichts zu tun haben. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass es zwar vielleicht nicht so direkt die Loyalität als solche, aber es ist dieses starke Vertrauen, was sicherlich mit Loyalität entsprechend zusammenhängt oder was nicht ohne das andere dann entsprechend gehen könnte. Und da sieht man auch das kann man jetzt wieder natürlich dann strategisch dann auch fördern. Auch das, ich weiß,
dass es für viele immer so roboterhaft klingt, wenn man sagt, man kann das dann strategisch machen, weil manche sagen, die sind halt so, und ich kenne auch immer, da sind dann so viele Super-Empathen immer, die meinen dann, ja, ich ja, fühle ja alles, ich sehe das alles, ich weiß das alles und ich bin sowieso der Sympathischste oder so. Es gibt aber auch unter uns welche, die sind ein bisschen introvertierter, die sind vielleicht ein bisschen schüchterner oder die sind vielleicht auch ein bisschen rationaler aufgebaut. Die haben aber gerade einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich die können das Ganze lernen, indem man sich einfach auch diese Prozessabläufe, sag ich mal, des Loyalitäts Herstellen, des Vertrauensaufbaus, der Gesprächsführung tatsächlich klar macht und so trittweise abführt. Und dann haben die nämlich auch den Vorteil, dass sie nicht nur intuitiv das irgendwie machen und hinterher gar nicht wissen, warum, sondern die finden dann nämlich auch raus, welche Messpunkte gibt es oder überhaupt und an welcher Stelle kann man da tatsächlich mal nachfragen. Und insofern breche ich jetzt gerade meine Lanze für die Introvertierten oder die farblich blauen Typen, wer das kennt von mir, die Farbtypen oder die sind nicht von mir, die verwende ich aber ganz gerne. Dem kann richtig gut geholfen werden, indem man sich auf sowas vorbereitet. Und der ist manchmal leichter als jemand, der es rein intuitiv macht, aber gar nicht weiß, warum irgendwas passiert. Einen Punkt möchte ich noch ganz gerne ergänzen, den wir noch nicht so angesprochen hatten zum Thema loyale Kunden. Und zwar, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir im Prinzip so eine Kontinuität brauchen aus diesen Touchpoints, wo wir immer wieder das gleiche Gefühl haben, wo Erwartungshaltung und auch Erfüllung der Erwartungen und so weiter übereinstimmt und wo man quasi immer tiefer reingeht. Jetzt ist so, wir haben ja schon mal bei den Touchpoints und bei der Customer Journey über bestimmte Prozesse gesprochen. Und wir haben darüber einmal gesprochen, dass so ein ganz, ganz zentraler Prozess natürlich für viele unternehmerisch denkende Praxen ist, dass wir zum Abschluss kommen, zur Unterschrift. Das heißt, dass wir von Erstgespräch, Anfangsdiagnostik, Planbesprechung dann zum offiziellen Start kommen. So, und ein ganz häufiges Fettnäpfchen und Problem, was genau dann passiert ist, dass wirklich der röteste rote Teppich mit allem Blink und Bla und Blümchen und wunderbarstem Parfümgesprüh quasi auf diesem Weg passiert. Und sobald die Unterschrift erfolgt ist, kommt ein Bruch und ein Abfall. Und während die eigentliche Arbeit passiert, hat man als Kunde oder als Patient dann das Gefühl, okay, jetzt ist man plötzlich nur noch einer von vielen. Gerade eben war doch noch alles besonders, jetzt ist es so. Und die Praxis konzentriert sich dann wieder auf den nächsten neuen Patienten, oder der Dienstleister auf den neuen Kunden. Oder auch in der Beziehung kennt man das vielleicht, ne? Am Anfang gibt sich jeder so viel tierische Mühe bei allem und überlegt sich das Tollste. Und wenn man dann erstmal ein paar Jahre zusammen ist, dann ist das alles doch so ein bisschen weniger actionreich vielleicht. Und dann fragt sich der oder die eine in dieser Beziehung dann vielleicht auch, was ist denn an diesen Touchpoints in Anführungsstrichen, warum werden die jetzt mit mal eigentlich ganz anders angegangen, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist? Da bedeutet es auch wieder dranbleiben. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu den vorherigen Interviews, die wir gehabt haben. Macht euch wirklich bewusst, was ist die ganze Customer Journey und vielleicht da auch noch ein letzter Hinweis. Es ist durchaus auch sinnvoll, dass man nicht nur einen sozusagen einen Onboarding-Prozess hat, bis man zur Unterschrift kommt und dann auch die Latte der Leistungserbringung, in welcher Form auch immer Service, Beziehungsbildung und so weiter hochhält, dass es auch einen Offboarding-Prozess am Ende gibt, dass man auch einen würdigen, angemessenen Abschluss hat, wenn der Patient dann irgendwann fertig ist, dass man nicht einfach nur sagt, ja, okay. Am Anfang habe ich mir den Hintern aufgerissen, damit wir zusammenkommen. Dann habe ich halt einfach meine Arbeit gemacht und jetzt gehe. Ja, dann bleibt am Ende des Tages nur noch irgendwie ein blödes Gefühl übrig oder eine gewisse Unwichtigkeit. Und auch ein Patient, der geht, der kann ja durch seine Loyalität, die wir über die Zeit aufgebaut haben, immer noch ein wichtiger Faktor sein, ein Influencer oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Der 16-Jährige, den man da ausbehandelt hat, der jetzt weggeschickt wird, der macht jetzt seine Friseurlehre und dann übernimmt er den größten Friseurladen in der Stadt. Und da geht jeder hin und erzählt, was los ist. Dort ist die Action, ja. Dort werden die Empfehlungen ausgesprochen. Wer weiß, ob das nicht genau so läuft, ja. Denkt mal drüber nach.